Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um Vintage Levi's Hosen. Los geht's. So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, geht es in dem heutigen Video um Vintage Levi's Hosen. Ich habe mit euch ja schon öfters über das Thema Levi's 501 gesprochen, egal in welche Varianten, wo ihr sowas herbekommt, etc. Und ich sag mal so, die Levi's 501 ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Piece, was ich auf gar keinen Fall aktuell in meinem Kleiderschrank missen möchte. Man muss natürlich schauen, wie sich die Trends entwickeln, wie man sich wohlfühlt selber etc. Aber ich trage meine aktuell sehr, sehr gerne, besonders die schwarze, die blaue allerdings auch. Ich denke jetzt auch Richtung Frühling immer mehr auch noch die blaue. Aber ich dachte mir, komm Sandro, mach dich mal auf die Socken oder guck einfach mal rum, ob es eine coole Alternative zu Levi's 501 gibt, weil diese Vintage-Modelle sind, finde ich persönlich, mittlerweile ja, relativ rar geworden und teilweise auch echt teuer. Also wenn man die von Privatleuten kauft, sind die nicht so günstig. Also früher hat man die mal so 15, 20 Euro bekommen, jetzt kosten die 50, 60 Euro. Und ich habe einfach mir mal gedacht, weil ich das mich durchgelesen habe im Internet, dass es eine sehr coole Alternative zu Levi's 501 gibt, und zwar die Levi's 505. Und diese Hose möchten wir uns in diesem Video einfach mal anschauen. Ich habe meine besorgt. Die Hosen sind beide in der gleichen Größe, 32-30. Das ist so meine Hosengröße. Ich bin 1,80 Meter groß. Wie gesagt, trage Hosengröße 32 und zeige euch genau, wie die beiden jeweiligen Hosen fittet und was ich an jeweiligen Hosen mag und jeweilige Hose auf jeden Fall nicht mag. Ja, ich will gar nicht lange drum rumreden, deswegen fangen wir mal einfach an mit Hose Nummer 1. So Leute, fangen wir an mit Hose Nummer 1 und Hose Nummer 1 ist die Levi's 501, der Klassiker eigentlich unter den Jeanshosen, so eigentlich das bekannteste Modell, was es überhaupt gibt. Ich habe euch schon mehrfach auch gezeigt auf dem Kanal, wie man das so ein bisschen aufpimpt, so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen customized, ein bisschen distressed etc. Ich habe schon ein bisschen was mit der Hose gemacht, schon was an euch verlost und ich liebe diese Hose sehr. Aber wie gesagt, die sind relativ selten geworden zuletzt. Fast alles online ist ausverkauft von diesen Second-Hand-Händlern und teilweise ist es auch immens teuer geworden. Deswegen, ja, wollte ich trotzdem mit euch nochmal über das Thema reden. Zum Fit her ist eine sehr coole Straight-Fit-Hose. Sitzt so ganz leicht über der Hüfte bzw. auf der Hüfte. Hat einen relativ geraden Schnitt, wobei sie optisch gesehen am, ich sag mal, im Kniebereich so einen ganz leichten Flared-Look entwickelt. Sie ist nicht wirklich, also sie hat keinen Schlag oder keinen Flared drin, denn es ist eine ganz gerade Hose, aber sie entwickelt so einen ganz leichten, ja, einen ganz leichten Look davon. Ist sehr dick gehalten. Das mag natürlich auch sein, dass diese Hose vielleicht nicht ganz so abgetragen ist, aber es ist eine sehr, sehr schöne dicke Hose. Hat im Knopfbereich, hat quasi, also im Schrittbereich quasi Knöpfe, um das Ganze zuzumachen. Und ansonsten, ja, dieses ganz normale Five-Pocket. Was meine ich jetzt mit Five Pocket? Man hat quasi fünf Taschen, eins, zwei, hier eine drei, die dritte, die kleine und hinten vier und fünf. Ist eine sehr schöne Hose, sehr coole Waschung gibt es davon. Und in dem Fall zeige ich euch jetzt mal ganz kurz, wie das Ganze fittet. So Leute, wie ihr gesehen habt, sie fittet sehr, sehr nice, hat einen relativ geraden Schnitt, wobei sie im Hüftbereich bzw. im, ich sag mal, in dem oberen Oberschenkelbereich relativ eng sitzt. Ist natürlich auch eine Typsache, wie das Ganze sitzt, aber bei mir sitzt sie wirklich sehr, sehr gut. Ich bin damit sehr zufrieden, wobei ich sagen muss, wenn sie jetzt in den Oberschenkel noch einen Ticken weiter wäre, wäre ich auf jeden Fall nicht abgeneigt. Und ich kann euch sagen, sie ist natürlich sehr cool zu stylen, zum Beispiel einfach Boots oder Sneaker etc. Gerade dadurch, dass das Ganze so ein bisschen stackt, super cool, so leicht über dem Schuh drüber sitzt und wirklich eine schöne Optik entwickelt, eine sehr schöne, ideale Hose. Ich finde, gerade mit so einem Vintage-Piece macht man auf jeden Fall nichts falsch. Aber ich denke, die 505, und dann gehen wir jetzt gleich als nächstes drauf ein, hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, weil die Hose ein bisschen anders ist.
Und was daran so anders ist, gucken wir uns jetzt einfach mal an. So Leute, und hier haben wir das gute Stück, und zwar ist das meine neueste quasi Errungenschaft, eine Levi's 505. Ähnliche war schon nicht ganz so hell wie meine 501, aber ich sag mal, das ist natürlich, wenn man das Ganze Secondhand kauft, immer so ein bisschen schwierig, kann man die Hose im Vorfeld sehen, wie kommt die Farbe auf einem Foto rum, etc. Aber schon sehr ähnlich, hat aber so ein bisschen, ja, leicht mehr gelblichen Stich als die so eine hellblau-weiße Waschung, aber darum soll es gar nicht gehen. Auch eine sehr, sehr schöne Waschung. Was mir als erstes auf jeden Fall auffällt, und das muss jetzt nichts heißen, das kann natürlich hosenabhängig sein, aber auf jeden Fall hier ist der Jeansstoff ein Ticken dünner. Ich gehe davon aus, dass die Hose einfach ein bisschen mehr getragen wurde, obwohl sie jetzt nicht so diese typischen Abtragemuster hat. Sie sieht noch sehr gepflegt aus, aber in dem Fall ja, sehr, sehr nice. Hat eine sehr coole Waschung, muss ich sagen, bin sehr zufrieden damit. Und das Erste, was mir schon auffällt, was anders ist, ist in dem Fall, sie hat einen Reißverschluss, und zwar finde ich das eigentlich gar nicht verkehrt, wobei ich sagen muss, ich habe schon oft gehabt, dass mir Reißverschlüsse kaputt gegangen sind, deswegen bin ich mehr so der Fan von den Knöpfen, aber das ist natürlich immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ich persönlich mag halt Knöpfe lieber, die sind unanfälliger, und in dem Fall haben wir jetzt hier einfach Reißverschlüsse. Ist auch nice, macht die Sache jetzt nicht irgendwie schlechter oder so. Und ja, das, wie gesagt, die Hose ist auf jeden Fall sehr cool getragen, also sehr gut getragen worden, dadurch auf jeden Fall dünner. Und ja, hier hinten am, ich sag mal, am Patch, der hinten dran ist, ist sie sogar sehr, sehr kaputt. Aber ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder auch nicht. Innen drin haben wir das Tech 505. Ich kann euch jetzt sogar nicht mal ganz genau sagen, woher sie kommt. Oh, made in Mexico. Also es ist eine mexikanische 505, aber ich weiß nicht genau, wie die Produktionsstätten bei den Hosen waren. Dementsprechend ist das eigentlich egal. Hat einen ähnlichen Fit, auch einen relativ straight Fit. Allerdings ist sie im Hüftbereich und im Oberschenkelbereich leicht ein wenig weiter geschnitten. Dafür aber ab dann, finde ich persönlich, ein bisschen schmaler geschnitten. Ich muss sagen, dass ich habe die Hose anprobiert, und ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, wie sie hier fittet. Ja Leute, ich habe die Hose anprobiert, und wie ihr gerade schon auf den Bildern erkannt habt, gefällt mir persönlich sogar der Schnitt sogar noch ein bisschen besser als von der 501. Hat natürlich nicht diesen ganz legendären Ruf, aber ist trotzdem eine Levi's, ich sag mal, Qualitätsjeans meiner Meinung nach. Eine sehr, sehr coole Jeans, und ich finde, es ist die perfekte Alternative, wenn nicht sogar die bessere Alternative als Vintage Jeans. Weil erstens mal ist sie viel, viel ja, erschwinglicher, man kriegt davon noch ohne Ende Varianten, und die Größen fallen ähnlich aus, und der Fit persönlich gefällt mir einfach ein bisschen besser, weil sie, ich sag mal, im, ich sag mal, Hüftbereich, Oberschenkelbereich leicht ein wenig lockerer sitzt und dann einen sehr coolen Bootcut ebenfalls entwickelt. Nicht ganz so breit vielleicht, ein Ticken schmaler gehalten, aber auch relativ straight fit. Und dementsprechend, ja, ich weiß nicht, ich bin gerade schwer angetan davon, muss sagen, die Hose habe ich auf jeden Fall einen sehr coolen Schnapper mitgemacht. Ich habe dafür 20 Euro bezahlt, und das Ganze mal wieder auf eBay, muss ich sagen, sehr, sehr nice von so einem Händler. Kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wie gesagt, hier habt ihr nochmal die beiden Hosen nebeneinander, damit ihr nochmal ganz genau seht, 1:1. Ihr könnt natürlich für euch persönlich entscheiden, welche euch besser gefällt. Und ja, wie gesagt, mir gefällt aktuell sogar die 505 ein Ticken besser, und ich finde, es ist eine super Alternative zu 501. Und lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Würdet ihr auf die 501 gehen oder auf die 505? Dementsprechend, denke ich, war es das an der Stelle schon mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.